Cassandra? Ich traue meinen Augen nicht. Epeno! Die Mäuren zeigen also doch noch Gnade. Oh, Söldnerin, wie ich darauf gewartet habe, dich zu sehen. Lustig. Du bist der Letzte, den ich gerade sehen will. Das verstehe ich. Wir gingen nicht gerade freundschaftlich auseinander. Ich sollte meinen Vater töten und dann wolltest du mich töten! Was mir jetzt doch leid tut. Sehr leid. Dass die Unterwelt nun so im Chaos versinkt, hat mir vor Augen geführt, wie falsch das war. Schluss mit dem Gerede. Wenn ich dir wieder vertrauen soll, müssen deine Taten für dich sprechen. Selbstverständlich. Das ist nur gerecht. Was für ein Chaos. Elpenor, ich erwarte, dass hier aufgeräumt wird. Selbstverständlich, Hades. Und wenn du schon dabei bist, kannst du dir eine dauerhafte Lösung für die Angriffe des Hökers überlegen. Der Höker ist auch hier? Er ist dem Tartaros entflohen. Er setzt die Arbeit des Kults fort und rekrutiert andere entflohene Gefangene, die durch die Risse kommen. Ich habe sie gesehen. Die verstehen es zu kämpfen. Wir haben einen von ihnen gefangen, aber er will uns nicht verraten, wo der Höker sich versteckt. Vielleicht sollten wir ihm drohen. Wie kommst du darauf, dass ich dir helfe? Ich habe einen guten Draht zu Hades. Du brauchst ihn, um mehr über den Stab zu erfahren. Wenn du mir hilfst, hilfst du auch Hades, und das wird er zu schätzen wissen. Und ich natürlich auch. Na gut. Aber ich mache das nur für mich. Bei Zeus, nicht du schon wieder, Elpenor. Ich habe genug von deinem rückgratlosen Getue gehört, dass es für zwei Leben reicht. Dann sind wir wohl Gleichgesinnte. Ich kann Elpenor auch nicht ausstehen. Ihr zwei scheint mir freundschaftlich zugeneigt. Ich bin dafür verantwortlich, dass er überhaupt hier unten ist. Er verrät den Höker und seine Sache. Wenn du mir sagst, wo der Höker sich versteckt, liefere ich ihm Elpenor höchstpersönlich aus. Ja, ja, ist ja gut. Wenn ihr dann die Klappe haltet, er versteckt sich im verlorenen Tempel der Nyx. Ihr habt ohnehin keine Chance gegen ihn. Höchst interessant. Ich verfolge den Höker, seit die Risse aufgetaucht sind. Aber es gibt ein Problem. Der verlorene Tempel der Nyx ist hinter dem Schleier. Im Schleier? Seit Kerberos tot ist, hat er sich in die Unterwelt ausgeweitet. Der Schleier des Tartaros wurde erschaffen, um lebende Sterbliche fernzuhalten, damit nur die Unrettbaren das Gefängnis der Niederträchtigen betreten können. Dann wirst du ja kein Problem haben, hineinzukommen. Aber Charon sagte, ich bräuchte eine Rüstung. Ja, die Rüstung der Gefallenen. Du hast Glück, ich kann dir helfen. So können wir zusammen das Versteck des Hökers infiltrieren. Du willst also, dass wir das Versteck zusammenstürmen? So ist es. Seite an Seite mit der Adlerlegende kämpfen. Wer würde das nicht wollen? Außerdem kann ich dir so beweisen, dass ich mich wirklich verändert habe. Charon hat mir bereits gesagt, dass vier der Rüstungsteile von den Gefallenen bewacht werden. Aber dass die Kampfhandschuhe als verschollen gelten. Charon verwechselt gern verschollen mit verlegt. Keine Sorge, ich helfe dir, die Kampfhandschuhe zu finden.
Wir treffen uns bei der Schatzkammer des Kronos.